Bullseye. Vor 11 Tagen brauchen wir nichts machen. Kann das Ding reparieren und fertig. So. Juve. Was? 15. Die werden ja jede Saison schlecht. Digga, die, Alter, Juve hat echt hart abgebaut, ne? Also richtig krass. Hey, würde ich ja mit Kamada spielen anstatt Tomori, ne? Ah, Tomori ist halt echt gut geworden. Ist ja fast schade. Na gut. Schade, dass Tomori gut geworden ist. Juve einfach mit 5 Punkten am Ende. Ich dachte, die haben einfach keinen Punkt. 15. Mit 5 Punkten trotzdem, aber 15. ist schon ein bisschen heftig am 5. Spieltag, oder? Yes! Gegen Juve gewonnen. Rom, die einzigen, die noch unbesiegt sind. Mit nur 13 Punkten, also keiner mit nur Siegen bisher. Und jetzt schon keiner mehr. Ich weiß nicht, ob Parma oder so, ob Parma, Hellas oder Bologna jetzt gepunktet haben. Parma, Hellas, Bologna. Hellas hat einen Punkt gemacht, hatten also vorher schon Punkte. Bologna hat keinen Punkt gemacht, hatten also vorher schon Punkte. Parma hat keinen Punkt gemacht, hat also vorher schon Punkte. Also selbst nach dem 4. Spieltag schon alle Mannschaften mit Punkten. Na gut, Benevento ist nicht da, ne? Benevento ist halt nicht in der Liga. 4 Buden für ein paar, 2 mit 5. Ekuban war letztes Jahr schon gut dabei. Not bad, not bad, not bad. Ja, Vorstand ist wieder ein bisschen zufriedener. Ich auch. Immerhin 3-2 jetzt. Letztes Mal 3-0, 2, jetzt haben wir 3-2-0. Also, verbessert. Warte, dann sind wir noch ungeschlagen, oder? Dann sind wir doch noch ungeschlagen. Ich dachte nur, Rom ist ungeschlagen. Aber wir haben ja, stimmt, wir haben nur 2 Unentschieden gehabt, die sich wie Niederlagen angefühlt haben, weil wir die halt einfach gewinnen hätten müssen. Aber, nehmen wir, Atalanta, schlecht angefangen. Sind nicht schlecht, haben aber schlecht angefangen. Und auch Crotone muss besiegt werden. Dementsprechend sollten eigentlich 2 Siege folgen. To be honest. To be honest. Kessie zu den weiteren Anläufen, das ist löblich, I guess. So. Hier ausmisten. Will you be the only one? Gut, der kriegt dann kein Mentoriges. Außer der will den. Nee. Hätte ja sein können. Vielleicht hätte er zufälligerweise genau den genommen. Aber nee. So. Der B dauert das Ausmisten wieder ein bisschen länger. Man sollte die einfach alle markieren können. Kann man das vielleicht? Nee. So mit Steuerung einfach alle markieren, die man markieren will und dann alle nach Hause schicken, gesammelt. Oh Gott, wäre das super. Ah ja, jetzt habe ich wieder eine Karte geschickt. Digga. Das kannst du dir auch nicht ausdenken. Na, scheiß auf, Digga. Die war ja aus neu, glaube ich. Wieder ein 7er. Yep. The roof. Oder ist das ein 8er Gewinn? Ne, waren 7 nach Passen. Der geht nach Hause. Du kannst nach Hause fahren. So. Immobile. Könnt ihr wieder vertragen? Bitte. Vielleicht. Okay, das ist doch schon mal ein Anfang. Okay, er will nicht. Ey, das ist anstrengend. Ist das anstrengend?
die haben alle gut trainiert. Der nicht anscheinend. Der hat gut trainiert. Der auch. So. Gaston. Ah ja, das hatten wir mit dem Sportgericht, ne? Guckt, die verliehenen Spieler. Irgendwer, der schon krass sich verbessert hat. Benassa ist ein bisschen besser geworden. Garetto. Maldini ist schlechter. Digga, Maldini reißt sich zusammen. Da haben wir 7 Spiele gemacht. Ja, gut. Ja, gut. Gut. Damit. Atalanta. Also, wir haben jetzt die ersten 5 Spiele der Saison gemacht. Der Rest. Das nächste Mal. Oder was heißt der Rest halt? Atalanta. Wenn wir jetzt einfach nach blind nach den Platzierungen gehen, haben wir ein Must-Win-Spiel. Wie so oft. Ja, was sagt der Assistent? Assistent sagt Sohm. Gianluca Immobile ist wieder da, noch nicht ganz fit, aber dementsprechend bin ich fein mit. Luca ist gut in Form, Nunez nicht so gut, aber trotzdem ist er trotzdem krass, ne? Pedri genauso, Form von 10 hatte 87. Not bad, not bad. Ødegaard mit 10 auf 88. Tonali mit 12. Wir mit 10 auf 89. Also, das nimmt langsam alles Formen an. Formen, die mir eigentlich ganz gut gefallen. Ich hoffe, Leao gewöhnt sich einen Stürmer ein. Könnte natürlich. Das einfach mal hinzufügen wir. Und dann nicht flanken. Was haben wir denn? Was haben wir denn? Der ist. Flanken ist mir tatsächlich egal. Antritt halt, I guess. Ja, rein da, ne? Rein da, Rafael Leao. Handicap von 4, das ist fein. Teamdynamik habe ich, glaube ich, noch gemacht. Ja, Frustration weiterhin halt Immobile und Sohm. Ich hoffe mal, dass sie das dann irgendwann legen wird. Ich hoffe, ich hoffe, ich hoffe. Aber werden wir sehen. Wie steht denn die zweite bis jetzt da? Okay, könnte schlimmer sein, könnte natürlich viel, viel besser sein. Vielleicht war es nicht der Mega-Move. Oh, die B kackt ein bisschen, aber gut, dafür ist der Spieler, ne? Die B braucht halt ein bisschen, bis er reinkommt. Ich denke, die B wird irgendwo im Mittelfeld enden. Einfach weil wir mit einer recht kleinen B reinstarten. Aber das werden wir sehen. Nunez mit dem ersten. Tonali mit der Vorlage. Beautiful. Und. Ja, mit der zweiten war es einfach, dass wir so krass aussortiert haben. Vielleicht hätte man eine solide Startelf lassen können, die auch Spielzeit bekommt. Dann ist der Revier gar nicht so schlecht, ne? Ja. Was vielleicht im Nachhinein nicht der beste Move, die so krass auszusortieren. Aber, oh, Immobile sucht Gespräch. Bitte, 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 bitte vertragt euch doch einfach. Gut, hier können wir nicht noch. Ne. Die anderen drei Dinger gehen noch. Dementsprechend alles easy. Jugendspiel entdeckt. 4 Sterne. Nee. Nee. Oh, Digga. Könnt ihr euch einfach vertragen? Ist das so schwierig? Ein Abonnement für das Stadttheater. Digga, was? Dass es sowas gibt überhaupt? So. Andrea Ratzenbeck. Auch wenn der Name mal wieder Premium ist. Ist er leider nicht gut genug. Aber bei Ratzenbeck. Also da bin ich kurz davor zu sagen, weißt du was? Der ist es. Das ist er. Kann ich mal die Trainer durch oder Privatlehrer durchchecken? Aber.
gut aus. Sehen gut aus. B. Ich glaube, da war es wieder. Oh, Cassano. Oh, wenn ich Cassano lese. And this is how you remind me. Brasili, ist aber Italiener. Okidoki. It's not like you. Nee, Huch. Huch. Oh, fast nach hinten losgegangen, Digga. Oder den fast nach Hause schicken. Upsi. Ich meine, das nicht so krass, der ist. Naja, gut, er ist halt auch erst 15, aber trotzdem ist 58 nicht so Premium. Also da ist nur Luft nach oben. Ganz klar. Aber deshalb wollen wir es trotzdem nicht verschenken, ne? Ich meine, das ist ein 9-Sterne-Teller, der wird uns trotzdem im besten Fall oder im schlimmsten Fall ein paar Millionen einbringen. So oder so. So, Immobile ist wieder drin. Nochmal mit den Leuten reden. Maybe? Bin mir gar nicht sicher. Nee, noch nicht. Noch nicht. Oh nein, ich habe nicht Golf gespielt. Schande. Schande auf mein Haupt. Crotone muss abgeschossen werden, ganz klar. Nunez, Ødegaard, Pedri, Nunez. Jawollo. Gegentor nicht so gut. Sind wir nicht so happy mit. Und drittes wäre gut. Jawohl. Viertes nehmen wir auch noch. Fünftes? 4-1. Alles gut, alles gut, alles gut. Roma. Jetzt sind hinter uns. Florenz. Inter schon 4 Punkte hinter uns. Florenz direkt hinter uns. Haben gegen Sassuolo gewonnen. Roma gegen Turin. Das sind vielleicht so die, auf die wir jetzt gerade achten müssen. Nunez mit 2. Sehr schön. Tonali mit 2 Vorlagen. Pedri. Alles nice. Gut, die hatten eine gelbe rote Karte nach Minute. Dementsprechend war das auch ein absolutes Must-Win ab dem Zeitpunkt. Wir noch ungeschlagen, Roma noch ungeschlagen. Wir halten unentschieden mehr als der AS Rom. Bologna und Parma warten noch auf ihren ersten Sieg. Ansteht für uns Udine, die im Mittelfeld stehen. Für Roma geht's gegen Genua, die besser dastehen als Udine auf jeden Fall. Und gegen Florenz geht es gegen Cagliari. Die auch im Mittelfeld sind. Okay, also recht ähnliche Gegner, ich verwirrt. Uns drei, sage ich jetzt mal. Nunez für die Torschützenliste an. 7 Tore in 7 Spielen. Wir werden doch nicht mal einen Torschützen König vorschlagen, zumindest. Wie sieht es im Vorlagenbereich aus? Tonali mit 7. In 7 Spielen. Das ist auch krass. Das ist auch krass. So will ich das sehen. Aber Vicario 1,93 im Schnitt in 7 Spielen. Also im Schnitt eine 2. Das ist nicht bad, nicht bad. So, jetzt geht's gegen Barcelona ran. Spieler des Monats ist Darwin Núñez. Schon wieder ein Jugendspiel entdeckt. Komm mal wieder ein Zehner vielleicht. 6 Sterne. Nope. Nope, nope, nope. Leider nein, leider gar nicht. Gleich Golf spielen, wenn wir schon da sind. Baum, baum. Oh, ja, Pedri ist gesperrt, rot, ich erinnere mich. In der Champions League hat rote Karte kassiert gegen Lille. Das haben wir gegen Lille nur unentschieden gespielt haben. Undead. So, und jetzt geht's gegen Barcelona. Schulungszentrum. Auf 10. Dort muss erst das Trainingszentrum hoch. Okay. Kriegen wir hin. So, damit wird Brahim Diaz spielen. Ganz klares Ding. Auch Immobile ist halt 1982. Der könnte krass werden. Wenn der so weitermacht. Ich meine, wir sind sehr, ich meine, sehr früh in der Saison. Sehr früh in, ich sag mal, Immobiles Karriere. Also schwer abzuschätzen jetzt langfristig, aber bisher sieht das gut aus. Huch.
So. Loic Leroux. Ja, ein bisschen an Loic Remy. Ob es den noch gibt? Könnte ich mal gucken. Riccardo D'Agostino. By the way. So, haben wir hier einen Mentor? Nee, immer noch nicht. Remy. Loic Remy. Okay, Moment. Loic? Ja, dann suchen wir gleich Loic Remy. Hat seine Karriere beendet mit 37. Also er ist jetzt 37. Letzten Sommer, glaube ich, oder? Ja, letzten Sommer hat er seine Karriere schon beendet. Loic Remy. Dann auf gegen Barcelona. Ein Sieg wäre Premium. Unentschieden nehmen wir mit. Niederlage potenziell schwierig. Aber wir haben gewonnen, also alles easy. Lille gewinnt gegen Pilsen, weil wir sind das Erste, gefolgt von Lille und Barcelona auf 3. Ich denke mal, das wird sich noch ändern. Als nächstes für uns Viktoria Pilsen, also sollten wir aus der ersten Hälfte der Gruppe als Erster gehen. So weit die Hoffnung, beziehungsweise die Vermutung natürlich, ne? Letztendlich müssen wir abwarten, aber. Jawollo. Das ist unlucky. War das denn? Wahrscheinlich noch ein anderes, oder? Was für ein Mosebandriss sind, glaube ich, nicht nur 13 Tage. Also ich bin kein Doktor, aber, ne? So, jetzt haben wir wieder ultra lange spielfrei. Jetzt machen wir hier mal ein Freundschaftsspiel. Ja, von mir aus gegen die A. Hier weiß halt wieder nicht, wer alles nominiert wird. Das ist halt immer das Ding. Wir haben mittlerweile einige Spieler, die Nationalspieler sind. Dementsprechend immer ein bisschen schwierig, wenn wir dann auch noch Freundschaftsspiel planen, in Sachen Fitness und so. So, dann klären wir nämlich jetzt mal, weil wir. Das sollte jetzt das Spiel diese Woche gewesen sein und dann nochmal das Freundschaftsspiel und können dann quasi nochmal uns einen Satzspieler anlächeln. Oh, Sanel Ibrahimovic. Ob es schon neuen Zlatan gibt? Könnte mal, ich meine, gut, wir sind jetzt noch nicht so weit, ne? Aber es haben schon eine Karriere beendet. Potenziell vielleicht ein paar Regens. Ich glaube, ich habe sie angelassen, weil eigentlich finde ich sie gar nicht so uncool. Mal kurz gucken. Ja. Regens sind an. Guck mal. Ibrahimovic. Nee. Iniesta, maybe? Was gibt's denn noch? Spielt Messi noch? Wahrscheinlich würde ich überlesen. Lionel Messi. Ja, spielt noch. Beendet den Vertrag, aber am Ende dieser Saison. Cristiano. Cristiano Ronaldo. Auch schon aufgehört. Aber halt schon letztes Jahr auch. Gott, wer ist denn noch alt? Chiellini? Auch schon letzten Sommer aufgehört. Legendenstatus. Luke einfach verletzungsresistent. Kessie auch. Nice, nice, nice. Ja. Dann Richtung Barcelona. Nee, Richtung A-Jugend. So, vielleicht mal reinchecken. Nicht, dass wir vorher noch einen Refresh, sage ich mal, an Spielern bekommen. Kann man immer mit den Spielern reden.
Pedri hat gut trainiert, das ist gut. Tomori auch, very nice. Super letztes Spiel von Mann. Ja, Tomori mit einem Stern, mit einer super Moral. Das ist sehr schön zu sehen. Kalulu auch. Was ist denn hier los? Calabria, gut trainiert. Kamara. Esposito gut trainiert. Pesala. Pesella, Pesala. Wie auch immer. Guti. Fehlende Ziele. Brescianini. Möchte Stammspieler werden. Möchte fair bezahlt werden. Kamara. Giroud ist doch schon gar nicht mehr da, Digga. Das kann doch nicht sein. Da musst du doch realisieren, Kleiner. Wie? Giroud hat doch letzten Sommer aufgehört. Wieso möchte er immer noch, dass er verlängert? Ich verstehe es nicht. Hm. 16 Tage bis zum Bauhof, das ist jetzt unser nächstes fertiges Gebäude. Angebot für Russo. Nö. Nö, haben wir gar keinen Grund zu, den zu verkaufen. Kein Refresh, aber ein paar Mentoren, die wir neu verteilen können. Gibt es für die Kanio mittlerweile jemanden? Jawollo, Kalulu. Sehr schön. Sehr, sehr schön. Mikelis neue Fahrtstufe, auch das ist schön. Ein Unentschieden immerhin. Ich glaube, alles an Punkten ist gut für die zweite. Ein Klassenerhalt wäre gut. Vielleicht, wenn wir da einfach ein bisschen Stabilität reinbringen. Glaube ich, können wir schon gut damit leben. So, jetzt gegen die zweite. Lass einfach mal die B spielen. Was halten wir denn davon? Ursprünglich dachte ich mir, na komm, ein bisschen Selbstvertrauen tanken, aber wieso denn nicht einfach mal die zweite Garde antreten lassen? Man sollte ja, ist ja immer noch 870er Stärke, ne? Das, ja. A-Jugend hat eine krasse Saison bisher, aber es sollte ja auf dem Papier reichen. Ja, gut. So viel dazu, ne? Nicht nur auf dem Papier. Neun eins. Bam. Einfach bam. Drei von Rafael Leao, 2-1 von Brescianini, 3 Vorlagen Kessié. Fantastik. Können wir tatsächlich mal gucken, einfach nur mal einen Blick drauf werfen, wer denn am Ende dieser Saison wessen Vertrag ausläuft. Einfach Interesse halber. I'm pretty fly for a white guy. Der ist neu, oder? Yep. Na, sehr schön. Immerhin einen Siebener dadurch bekommen in der A. Nicht weltbewegend, aber nehmen wir so mit. In der B hat es nichts Neues gegeben. Auch interessant, dass die B jedes Mal auch nachgestockt wird, ne? Selbst bei, wenn wir nur mit der A ein Freundschaftsspiel machen. Also es reicht, wenn eine der beiden Mannschaften spielt anscheinend. Wobei ich gar nicht weiß, können wir gegen die B-Jugend ein Spiel machen oder können wir sowieso nur gegen die A-Jugend? Ist das sowieso quasi gegen die Jugend? Maybe. Udine Calcio als nächstes. Aber große, lange Pause dazwischen. Könnte, weiß nicht. Weiß nicht, ob das gut oder schlecht ist für uns ist. Kann man sich jetzt zurechtlegen, wenn man möchte. Bis jetzt nur Cassie aufgestellt. Wenn das nur Cassie bleibt, könnte man vielleicht trotzdem noch ein Freundschaftsspiel vereinbaren, ne? Gucken wir mal kurzfristig auf Sonntag. Notfalls halt nochmal gegen die A. Ja, okay. Never mind. Da sind ein paar mehr dabei jetzt. Aber wir checken mal kurz.
Ja, nee, das wird schwierig, da noch eine Mannschaft aufzustellen. Bin ich ehrlich. Aber, ich wollte mal kurz checken, wie es mit den auslaufenden Verträgen aussieht. Sind wir 3,5. Machen wir einfach mal eine 70 rein. Weniger als ein Jahr. So. Messi und Neuer. Hören die beide auf? Oha, Messi und Neuer hören beide auf. Vielleicht. Okay, wir gucken erstmal. So, ab 34. Also, wer potenziell so die Karriere beendet. Higuain. Ja. Kroos. Benzema. Ach du Scheiße. Boateng nicht. Di Maria hört auf. Bonucci auch nicht. Oha. Nani hört auf. Renato Augusto. Nacho. Müller. Aubameyang. Henderson. Acerbi. Da geht ganz schön was in Rente. Alter Schwede, Brahimi. Aber, was wir eigentlich gucken wollten, gucken wir mal, sind wir bis 30. Menino läuft aus. Das ist aber unangenehm. Ah, was halt ein bisschen cheesy Menino tun vielleicht, ne? Weiß ich nicht. Fontan. Ansonsten gar nichts so krasses. Justin Kluivert. Haben wir kein Links aus mehr. Das heißt, er fällt eigentlich. Wäre als Backup vielleicht ein cooler Spieler, aber ansonsten eigentlich uninteressant. Ansonsten nichts Weltbewegendes, ne? Also vielleicht diese Saison mal wieder keiner, den wir ablösen. War es nicht schlecht. Also ich, ganz ehrlich, irgendwo bin ich froh, wenn wir keinen haben, den wir holen können, wollen, wie auch immer, weil. Ja. Auf der einen Seite kann ich dann immer nicht widerstehen, dann trotzdem welche zu holen, wenn kommen ein oder zwei gehen, aber auf der anderen Seite ist das halt, weiß nicht. Ich finde schon manchmal ein bisschen cheesy. Weil es dann halt so Leute sind wie Chiesa, dann verkaufe ich dann für 110. Ich als eine Saison zwei Stück geholt, Le Mans und Chiesa, und habe dann halt beide irgendwie ein oder zwei Jahre später für 170 oder so verkauft. Und das sind dann 170 Millionen für nix. Ich einfach so bekommen, weil halt der FM die Verträge nicht verlängert hat oder wie auch immer. Kann man natürlich auslegen, wie man will, aber ja, ich finde es halt nicht so geil eigentlich, obwohl ich es trotzdem immer wieder selbst mache dann. Ja, Stone ist wieder fit. Romagnoli 11 Tage. Fällt also gegen Udine aus. Kessié schießt irgendwie keine Tore mehr. Was ist da los? Was da los? Die Jugend kann wieder ausgemistet werden. Noch ein Tarantino. Ist der neu? Nope. Hat einfach noch kein Mentor gehabt. Also die A nimmt schon Form an. Bei der B hapert es da bis jetzt noch ein bisschen. Aber hey, wir haben zwei Achter bekommen. Amir Al-Hassan und Fabio Kalk. Fabio, ja, Publikumsliebling, aber schwache Nerven. Hey, aber, not bad, not bad. Und Positionsgewohnheit. Kann aber vier Positionen spielen. Okay. Aber eine LV. Auch nicht super bad. Ich meine, der ist 15. Ist jetzt nicht so krass. Mit 43. 15 und 45 auch nicht so mega krass. Aber jetzt mal so weit gedacht. Wir haben hier keinen. Haben wir hier einen LV? Ja, ihn. Aber wenn jetzt eher nichts krasses wird, sage ich mal. Haben wir nun Nuno Mendes, der 22 ist, sagen wir mal in 9 Jahren. Gut, dann ist der andere schon 24. Vielleicht ein bisschen früh mit Nuno Mendes.
da schon einen Ersatz zu haben mit dir zum 15-Jährigen, aber theoretisch haben wir da wen, der hinterherkommt. Nofas auch als Option halt. So, schon wieder ausmisten? Was? Ich glaube, zwei neue Siebener? Mindestens einen? Mindestens einen davon ist neu. Okay, nur einer anscheinend. Der hier. Was ist noch für eine Standardität, Digga? Duarte. Sao Tome und Principe. Okay. Okay. Gianluca Matri. So, hier neue Mentoren für die neuen. Ich meine, wir könnten auch mal ein Haus kaufen, ne? Wir könnten so ein Schloss kaufen. Wir könnten drei Schlösser kaufen. Wollte ich nur mal kurz gesagt haben. Wir können wahrscheinlich so ziemlich alles kaufen. Wir können ein Flugzeug kaufen auch noch. Und eine Karte. Also hier, Wohnungsausstattung können wir. Ah, eine Kartbahn in der Wohnung. Okay. Ich glaube eher auf dem Grundstück, aber ja. Aber ja. So. Jawollo. Hier sind wir wieder ziemlich top aufgestellt, oder? Fehlt irgendwer? Nee. Keiner aus der ersten Riege. Ich meine, gut, Gabi und Tomoni können uns dieses drüber streiten, ne? Aber läuft. Okay, jetzt wollen beide mit dem anderen sprechen. Das muss doch einfach in was Positivem enden, oder? Oder? Bitte? Still raging inside. So, wir jetzt die nochmal kurz durchchecken. Kamara. Auf allerhöchstem Niveau. Okay, Ödegard. Tonali auch. Ja. Brescianini, du bist echt krass unterwegs. Keine Frage. Aber wir haben Cassie schon auf der Bank. Ich weiß nicht, in welchem. Ich glaube, wir müssen dem echt mal sagen, dass er seine Ziele ein bisschen runterschreiben muss. Aber ganz ehrlich, Stammspieler. Nee. Wir haben Ödegard und Tonali. Ist halt schwierig dann. Jawohl, Luca mit dem 1-0 kurz vor der Halbzeit. Pedri mit der Vorlage. Ødegaard. Florenz lässt aktuell liegen. Never mind. 4 für uns. Florenz punktet. Roma punktet. Inter auch. Gehen nur nochmal 3 Punkte dahinter. 3 Punkte hinter Inter. Wir haben Tore von Luca. Kessié. Ødegaard, Tonali, Vorlagen, Nuno Mendes und Pedri. Nehmen wir alles so mit. Auch. Nee, Luca hat nicht. Luca war ja gar nicht der Ding. Nunez hätte ein Tor gebraucht. Tonali auch ohne Vorlage heute. Schwierig. Schwierig.
So, Viktoria Pilsen. Das ist wieder so ein Spiel, da möchte ich gerne B spielen lassen. Aber dann bereue ich es am Ende wieder, ne? Kann ich Bauhof jetzt nicht mehr ausbauen? Bauhof ist auf Max. Geilo. Nein, ich will noch nicht abreißen, Digga. Ja, dann hier und hier, ne? Ne, hier geht nicht. Wir haben schon drei. Ødegaard erzielt sein erstes Ligator. Nice. Lassen wir jetzt die B spielen gegen Viktoria Pilsen. Last Sekunde. Ja, wir lassen die B spielen. Wir lassen die B spielen und die werden gewinnen. So hat mal wieder das Gespräch gesucht. Ich weiß nicht, ob mal wieder, ob die anderen alle Immobile gesucht hat. Ja. Endlich. Endlich, endlich, endlich. So, kein Streit mehr. Das freut mich sehr. Das freut mich sehr. This is the world we live in. Da ist ein neuer. Ein Siebener. Wieder ein Stürmer. Wir kriegen viele Stürmer. Viele, viele Stürmer. Aber es ist okay. Nochmal kurz mit den Leuten reden. Maybe. Maybe, maybe, maybe. Hallo? Wo sind Kessie jetzt hin? Hier. Sensationell. Du hast gut trainiert. Calabria. Jetzt kann ich die anderen beiden auch mal loben. Also. Irgendwann. Ødegaard. Okay, er möchte nicht. Tomori. Keiner möchte Verantwortung übernehmen. Das ist super. Okay. Wie sieht denn die Hierarchie aus? Oh, Cassie ist Anführer. Ein Führungsspieler wäre noch cool. So Calabria oder so. Oder Tonali wäre halt da optimal, ne? So. Wir haben gesagt, wir gehen jetzt hier komplett durch. Okay, Romagnoli ist verletzt. Das heißt, logischerweise. Spielt Kamara. Nee. Es spielt Kamara. Tomori ist sowieso nicht ganz fit. Tomori ist sowieso nicht ganz fit. Pesala. Sohm. Kessié. Brescianini. Brahim Diaz. Icardi und Rafael Leao. Bis auf Kamara jetzt die komplette B11. Trotzdem eine Stärke von 876 gegen 756. Come on, FM. Mach uns nicht unglücklich. Bitte. Apollo 13. Mach uns nicht unglücklich. Apollo 13? Apollo 13? Werde ich es jemals lernen? Nee, ich werde es trotzdem weitermachen. Natürlich. 10 Schüsse, davon nur 3 aufs Tor. Hätten wir vielleicht einfach mal das Tor besser treffen können, Leute?
Wäre das vielleicht eine Option gewesen? Ich denke ja. Ja, ich weiß nicht, ob das direkt die Woche nach Lazio ist, aber nee, anscheinend nach Lazio gegen Inter. Aber im Rückspiel gegen Pilsen, wir werden es nochmal versuchen. Oh, Blackberry. So. Die zweite spielt wieder unentschieden. Irgendwie spielen die nur unentschieden. Aber besser als wenn sie down verlieren. Und immerhin hier und da mal Punkt mit. Behaupte ich es einfach mal zumindest. Daniele Rossi. Wieso heißen die alle Daniele Rossi? Das ist schon der zweite Daniele Rossi, mindestens. Wieso nicht De Rossi? So wie sie halt heißen sollten. Die Hälfte von denen hast sowieso Nicoletti. Es fühlt sich so an. That's no lie, Bam-a-lam. Bam-a-lam, and she's always ready. So. Ab nach Rom. Bam, Pedri, Vorlage Ødegaard, das Mittelfeld schlägt wieder zu. Zweites wäre es noch gut gewesen. Aber können wir noch jetzt machen. Die Vokoregie. Okay. Pedri, Vorlage Tonali diesmal. Und Immobile, Vorlage Luca. Very nice. Florenz lässt liegen gegen Crotone. Das ist auch gut. Inter schießt Sampdoria ins Nirvana. Mit drei Toren von Sidney van Hooijdonk. Okay. Kann man machen. Absolut. Roma mit 2-1 gegen Sassuolo. Knappe Geschichte. Napoli mit 4 gegen Spezia. Zwei Tore von Lorenzo Insigne und eine Vorlage. Nunes. Digga, mach mal Tore. Immer eine Vorlage wieder von Tonali. Damit wieder erst eine Vorlagenliste. Erst eine Torschützenliste. Es ist Nunes tied mit Insigne. Wir wollen aber den Platz da oben für uns alleine. Sind Egoisten. Vorstand soweit ganz zufrieden. Ja, bisher ist okay. Inter, danach Must-Win gegen Hellas. Wenn wir gegen Inter jetzt gewinnen, ist natürlich das schon mal ein krasser Start. Das wäre schon übel. Aber muss mal gucken, wie die Fitness aussieht. Denn bisher sind manche Spieler ein bisschen angeknackst. So gucken, wen wir gleich spielen können und wen nicht. Bam-a-lam, way down in Alabama. Was haben wir denn da noch? Medienzentrum. Vereinszentrum. Ja, wäre okay. Bürogebäude wäre vielleicht noch eine Möglichkeit, wenn es nicht schon Max ist. Jugendinternat. Das da. Auch noch wichtig. Am besten alles auf Max. Ganz klare Kiste. So, Fitness ist tatsächlich ein bisschen angeknackst, ne? Aber wie die Aufstellung hier auch ist, gehen wir da mit der kompletten A rein. Also mit der ersten Mannschaft, nicht mit der kompletten A-Jugend, ne? Und ja, hoffen aufs Beste und gehen dann gegen Hellas Verona vielleicht mit der B rein.
Okay, keine Mentoren für diese beiden Herren. Wieder neue Siebener, so wie ich das sehe. Das ist sehr schön. So, Stefano Moretti, verletzungsanfällig. Gabi hat gut trainiert. Petri auch. Petri heil, ne? Mauro Icardi. Ja, Aufstellung ist gemacht. Wie gesagt, wir gingen mit der ersten rein und dann hoffen wir hier aufs Beste und gehen noch mit der zweiten in das Spiel gegen Hellas Verona 19. Sinn. Was soll denn das? Wieso denn zwei direkt? Leute, come on. Jawohl, ein Anschlusstreffer kurz vor der Halbzeit war wichtig. Der war wichtig. Ausgleich. Come on, Leute. Okay. Rom zieht davon. Wir sind immer noch im zweiten, immerhin. Brozovic mit zwei Vorlagen hier. Kessié auf Luka für uns die einzige. Keine rote Karte. Also, wir haben 11 gegen 11 gespielt. Unsere erste Niederlage diese Saison, glaube ich. Das sind so Pedro und Ødegaard. Na gut. Die haben halt zusammen 350 Millionen gekostet. Natürlich waren die eine Sensation. Jeweils 21 für die guten Griffe. Ja. Ich will doch hoffen, dass die sensationell sind bei dem Geld. Ich glaube, wir sind jetzt. Ja, das war unsere erste Niederlage. Rom immer noch ungeschlagen. Vielleicht wird es mal Zeit, dass wir nach Rom fahren. Oder haben wir schon gegen Rom gespielt, vielleicht? Weiß ich gar nicht. They were lost and never found. Vielleicht das San Siro mal? Kriegen wir das? In Lissabon? Die Champions League? Die Euroleague ist in? Glasgow bei den Rangers. Das haben sie nicht gegönnt bisher. Auch bei Schalke kann er ins Spiel bekommen. War uns auch bei Schalke nicht vergönnt. Zehenbruch für Gaston. Gaston war auch ein bisschen verletzungsanfällig, zumindest scheinbar. So, laufen uns hier langsam die Mentoren weg, oder wie? Irgendwie werden das über die Saison immer schwieriger, ne? Wir hatten jetzt die ganze Zeit alle, jetzt haben wir schon vier, die keinen Mentor haben. Sonst ist das immer so eine Frage der Zeit, sag ich mal. Also eine Zeit lang haben irgendwie alle einen und dann werden das immer, immer weniger. Ich weiß gar nicht, woran das liegt. Alter, ist das ein Name? Hätte ich vielleicht mal versuchen sollen auszusprechen. Bin ganz froh, dass der so schlecht war. Also da wäre das mit dem Nachnamen nichts geworden. Da sage ich euch, wie es ist. So, meine beiden Innenverteidiger brauchen einen neuen Mentor. Das kriegen wir hin. Und dann geht es weiter ins Spiel. Und wir bereiten uns auf das Spiel gegen Hellas Verona vor. Die zweite verliert. Ja. Aber die halt gegen Brescia, ne? Also die waren halt auch erste Liga jetzt schon in unserer Karriere irgendwann. Kann man halt mal machen. So, wir wollten ja eigentlich mit der B rein, ne? Wie sieht der Kalender aus? Was kommt danach? Danach kommt Pilsen. Danach ist erstmal spielfrei. Ja, Immobile macht Pause. Tonali auch. Nunez
Nicht, weil Liga. Lass mal dann lieber im der Champions League Pause machen, wegen dem Torschützenkönig, und der Rest kann dann bleiben. Kali kommt gut zurecht, ja klar, du bist ja wieder in Italien, natürlich kommst du klar. Was soll denn das heißen jetzt? Also, Icardi nicht klarkommt. Oh, wir haben ein Handicap von 2, by the way. Fällt mir gerade so aufgefallen. Pedri. Darwin Núñez, deshalb habe ich ihn spielen lassen. Gegentor. Nicht so schön. Darwin Núñez mit dem zweiten, das will ich sehen. Und Rom hat verloren. Inter einfach 7-2. Gegen hat Rom verloren. Gegen Juve. In der 92. mit dem Gegentor. Das ist bitter. Das ist echt bitter. Er hat bei Inter gebootet. Alle ein bisschen. Heute noch wieder. Eriksen mit 2. Der restlichen einmal. Fünf für Napoli. Insigne mit einem Tor wieder. Jetzt auf die besten Spieler gehen. Ist Núñez Anführer der Torschützenliste mit 9 in 11. Und bei den Vorlagen haben wir jetzt immer noch Tonali auf 8, Sousa auf 8 und Çalhanoğlu auf 8. Çalhanoğlu ist halt auch. Der ist halt auf einem anderen Level irgendwie, ne? Ich meine, hat nur 21 Tore, aber gefühlt in den 99 Spielen hat auch 99 Vorlagen gemacht. Gefühlt. Keine von uns verletzt, ist schon mal gut. Wir haben jetzt immer noch einen Punkt auf Inter, nur noch 2 Punkte auf Rom, 3 auf Florenz und dann 7 schon auf Platz 5. Ich habe schon auf Platz 5, ist natürlich krass für den 11. Spieltag. Das ist übel. So, dann gegen Viktoria Pilsen. Rückspiel. Also wir haben danach spielfrei, ne? Wir können volle Lotte reingehen. 5,5. Nö. Wir sind nicht darauf angewiesen, gerade ihn zu verkaufen. So, Immobile macht nochmal Pause. Jawohl. Naja. Ödegaard macht nochmal Pause. Núñez macht mal Pause. Der Rest kann spielen. Der Rest ist in Ordnung. Haben wir Jugendmannschaft schon gespielt? Anscheinend. Sind wir schon aufgestockt? Jubel. Alberto Mami. Okay. Daddy? Wo sind die Mentoren? Okay, der Arm ist langsam schwierig. Gucken, ob es in der B besser läuft. Sieht jetzt nicht so aus, als hätten wir einen neuen. Nö. Voll nicht. Dann auf. Jalla, Viktoria Pilsen. Oha. Jawohl, Icardi. Sag mal. Na ja, mal. Leute, können wir jetzt vielleicht mal. Wir haben keine B aufgestellt, ne? Wir haben zwei oder drei Leute ausgewechselt. Hallo. Entschuldigung? Können Sie kurz warten? Die rote. Oh nee, ich will gar nicht gucken, wann die rote Karte bekommen haben. Ich will es gar nicht wissen. Ist das schwierig, Digga? Oh, ist das Jugendinternat schon Max? Ach nee, der hat eine Renovierung reingeballert, deshalb können wir nicht. Kamara für 6 Tage. Okay, vielleicht auch noch ein Freundschaftsspiel, weil wir ja wieder irgendwie 2 Wochen frei haben.
Einfach um ein bisschen vielleicht die Moral wieder zu pushen. Da ist neu dabei. Nabiuzzi. So, in der B. Nimmt man auch langsam Form an. Was ich nie lernen werde, nur was mir gerade so wieder einfällt, was ich am Ende der letzten Saison wieder nicht gemacht habe, ist mal drauf zu gucken, wie so die Top-Vorlagen geben in den anderen Ligen. Scoren. Aber gut. Cherry möchte einen neuen Mentor. Gefällt dir Kevin Prince Boateng nicht mehr, oder wie? Verstehe ich gar nicht. Das verstehe ich absolut nicht. Ich wäre froh über so einen Mentor wie Kevin Prince Boateng. Jawohl, die zweite gewinnt. Das ist schön. Sehr schön sogar. Freut mich sehr diese. So, mich würde sehr freuen, wenn wir nochmal irgendwie neuen Buden machen oder so. Okay, zwei bisher. Das wird jetzt ein bisschen eng in der zweiten Halbzeit mit 7 Toren, oder? Naja, ein 4-0 ist auch okay. Immerhin souverän. Immerhin souverän. 2 Tore Pedri. Dem Tor hat aus der A ein gutes Spiel gegeben. So sind wir zu unserer Jugend. So, nächstes Ding ist in 17 Tagen fertig. Das ist irgendwo nächster Spieltag. Glaube ich. Das ist nur November, das heißt, wir bewegen uns langsam. Ganz bewusst langsam Richtung Weltfußballerwahl. Also einen Monat haben wir noch. Ich habe tatsächlich, ich weiß gar nicht, wer dabei sein könnte. Wir könnten mal kurz die anderen Ligen durchchecken. Wie es da so mit den Scorern und so aussieht. Je nachdem, wie Haaland dabei ist zum Beispiel, könnte der eine Möglichkeit sein. Lass erstmal die Tabellen in den Top-Ligen gucken. Deutschland, Bayern aktuell Erster. Dortmund nur Siebter. Bayern mit 9 Spielen, mit 10 Spielen und 9 Siegen. In England haben wir City on top. Tottenham, Chelsea, ManU, Watford gut unterwegs. Leeds mit einem ganz schlechten Start. West Ham auf dem Abstiegsplatz. Oha. In Frankreich Marseille. PSG wieder nur Vierter. Und in España Atletico Erster. Gefolgt von Real, Sevilla, Villarreal, Sociedad, Celta Vigo und Barça auf 7. Auch das ein bisschen belastend. Wenn wir jetzt die Torschützenliste uns mal zu Gemüte führen. Top Ligen. In Brasilien, das ist nur so spaßeshalber. Okay, hatte nur geguckt, ob hier Hirn von zu Mega ZM da dabei ist. Jan Thielmann, 10 Spiele, 10 Tore. Wer bist du zur Hölle? Digga, einfach 52 Mio. Köln. Oha, wo habt ihr denn den ausgegraben? Ah, der ist von Köln. Der ist. Okay. 7 Sterne. Fair. Manuel Winsheimer. Wechselst du zu TSG? Von Bochum. Luca Waldschmidt. Rafael Santos Borre. Kevin Volland. Und dann ist André Silva da unten. Haaland.